Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Monster Legends mit mir, dem Schlosskonflikt bzw. das Killerpern. Ja, ihr seht schon, wir machen hier heute Krampus. Ja, und ja, ich werde ihn euch heute mal wieder vorstellen. Diesmal auch wieder auf meinem Account. Und ich muss sagen, Krampus ist echt gelungen. Ich finde ihn mega geil. Und er hat auch echt geile Attacken, die auch wirklich nicht schlecht sind. Er hat von der Kraft 3124, was ganz okay ist. Leben 28652, ist nicht ganz so gut, aber geht noch. Geschwindigkeit 3531, das ist so eine Normalgeschwindigkeit. Und Ausdauer von 140. Genau. Es ist allgemein bekannt, dass Panda Klaus den braven Monstern Geschenke bringt. Aber was ist mit den Bösen? Die besucht nicht Panda Klaus, sondern Krampus. Und dessen Besuch ist nicht angenehm. Ja, also ich will demnächst noch in den Film Krampus gehen. Also ist ein richtig geiler Horrorfilm. Und ja, freue mich schon drauf. Und deswegen hype ich ihn auch irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, er kommt auch erstmal jetzt in mein Team als mein drittes Mitglied, weil ich mit meinem Eiszapfen bzw. White Walker noch nicht so richtig im Einklang bin. Ansonsten mache ich auch kurz mal einen Cut, weil irgendwie laggt es hier die ganze Zeit ein bisschen. Dann Entschuldigung, schließe ich ein paar Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich hoffe jetzt, ich habe es einigermaßen hingekriegt, dass es jetzt nicht mehr so dolle laggt. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu seinen Monsterfähigkeiten. Da habe ich einmal, also das sind meine persönlichen Sachen, wie ich denke, wie man ihn am besten skillt. Natürlich ist das euch am Ende dann überlassen. Aber natürlich könnt ihr auch das so übernehmen. Also als erstes habe ich die Strafaktion, verursacht geringen Sonderschaden, kann beim Ziel Blutungen verursachen, hat eine Abklingzeit, Blutungen 4 Runden. Nebenbei noch, ich werde kein Video von Level 1 bis Level 100 von Krampus hochladen. Liegt einfach daran, dass ich es auf dem Handy schnell gemacht habe, weil es so ist. Außerdem wollte ich jetzt nicht so mega viele Folgen vor Folge 100 haben. Und ja, nur damit ihr das wisst. Gut, dann kommen wir als nächstes hier zum Frostschatten. Verursacht geringen Dunkelschaden bei allen Gegnern, kann alle Gegner einfrieren. Das ist mega geil. Also das finde ich schon ziemlich geil, dass Dunkelmonster einfrieren kann, was ja eigentlich eine Wasserattacke ist. Aber finde ich geil auf ihm und feiere ich dich richtig. Gut, dann haben wir noch Brut Alverdikt. Brut Alverdikt. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, verursacht geringen Sonderschaden, kann das Ziel einfrieren. Hat eine Abklingzeit. Alles klar, wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd dafür. Ich habe das jetzt auch gegoogelt und wollte eigentlich gucken, was das ist, aber da kam irgendwie nur Scheiße. Und ja, ich könnte ja unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das bedeuten soll, weil ich kann das jetzt nicht wirklich deuten, was das sein soll. Und dann kommen wir, und er friert einen Gegner ein, was ich eigentlich auch ziemlich geil finde. Und dann haben wir noch das Feuergift, verursacht geringen Sonderschaden, kann Gegner verbrennen und zwei zufällige negative Effekte beim Ziel verursachen. Das bedeutet, es verbrennt und er bekommt gleichzeitig noch zwei andere Effekte, die negativ sind, was ich echt geil finde. Also diese Attacke feiere ich, die ist mega stark, wie ich finde. Ja, ist halt so, ne? Und dann haben wir noch die ruinierte Weihnachten. Fügt allen Gegnern schweren Sonderschaden zu, kann alle Ziele lähmen. Also er hat sozusagen alles. Er hat Verbrennen, er hat Leben, zufällige negative Effekte, Vereisen, Gruppenvereisen. Dann hat er hier noch Blutung. Er hat sozusagen alles. Alles in einem Paket. Finde ich echt mega geil. Ja, ansonsten würde ich auch sagen, was das mit den Informationen von ihm. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Form an. Bis gleich. Also hier haben wir so seine erste Form.
sieht irgendwie auch überhaupt nicht wie ein Ei aus, sondern irgendwas Pelziges, Rundes mit einem Schneehut auf und kleinen Hörnchen. So, kommen wir zur zweiten bzw. ersten Form. Und die sieht dann so aus. Finde ich, sieht irgendwie knuffig aus, hat ein bisschen Schnee auf dem Kopf, hat noch so kleine Hörner hier oben drauf, hat so eine kleine Sichel, das ist ja noch keine Sense, und so kleine süße rote Äuglein. Ja, so ein kleines pelziges Monster eben. So, da haben wir dann auch schon die nächste Form. Das sieht schon mehr nach einer Sense oder sowas aus. Ich bin mir nicht sicher, so ein Stab mit einer Sichel vorne dran würde es wahrscheinlich am besten treffen. Hier hat er auch schon so ein bisschen Hörner. Er streckt schon so seine Zunge raus. Sieht schon etwas gefährlicher aus. Hier sieht man auch, dass er so Hufen hat. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, er ähnelt sehr einer Ziege und Krampus soll ja auch irgendwie eine Ziege sein oder wie man das nennt. Krampus ist halt ein Krampus, ne? Ziegenmensch, Monster, wie auch immer, ne? So, dann zeige ich euch noch schnell hier den Nahkampfangriff. Der sieht dann so aus. Er springt an den Gegner an und haut seine Stabsense, Stab, irgendwas, wie auch immer, auf den Gegnern drauf. Und dann haben wir ja noch die Fernkampfattacke. Er streckt seine Waffe in die Luft, da kommt Schnee. Er wird unsichtbar oder verschmilzt mit dem Schnee und der Gegner kriegt Schaden. So, dann noch die ruinierten Weihnachten. Er springt hoch, hält sich mit der Sense fest, wird hochgezogen und klaut von Panda Klaus die Geschenke und wirft sie auf seine Gegner. Und das ist die Form von Level 4 bis Level 24. Bei dem anderen hatte ich jetzt das nicht gesagt. Von ihm ist die Form, also von dem Kleinen hier, ist das die Form von Level ausgebrütet bis Level 3. Genau. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Form. So, das ist dann jetzt auch die letzte Form. Die Form von Level 25 bis maximal Level 100. Und ja, der sieht schon etwas gefährlicher aus. Er hat eine Art Kette sich umgewickelt, an der eine Sense, ja, das soll wahrscheinlich so eine Sense sein, oder jetzt habe ich den Namen von vergessen. Egal. Von seiner Waffe. Da ist so eine Waffe dran, ne? Genau, müsst ihr es ja nicht wissen. Alles klar. Und ja, tut mir leid, dass hier heute wieder alles so ein bisschen spastig geworden ist, aber ist halt jetzt so, ne? Und ja, gucken wir erstmal lieber seinen Nahkampfangriff an, bevor ich mich noch total hier zum Deppen mache. Also er springt ran, schwingt seine Waffe und haut damit zu. Ich sag jetzt einfach Waffe und nicht was das ist. Seine Fernkampfattacke, er verschmilzt mit dem Schnee und der Gegner kriegt Schaden und dann taucht er wieder auf. Am Ende jetzt noch die ruinierten Weihnachten. Er wirft seine Waffe nach oben, zieht sich hoch und haut dann die Geschenke von Panda Klaus auf die Gegner drauf. Ja, das waren jetzt die Formen von Krampus bzw. seine Animation. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Abenteuerkarte wieder. Bis gleich. So, jetzt befinden wir uns auch schon auf der Abenteuerkarte. Und dann klicken wir direkt auf Kämpfen und gucken, was er denn so alles drauf hat. Wir machen erstmal das, was alle einleben kann. Den Frostschatten. So, das ist prima. Funktioniert alles, wie es soll. So, dann sind wir wieder dran. Dann probieren wir mal das Feuergift aus. Was das denn macht? Verbrannt, Minusschaden und komplett Energieverlust. Wie geil ist das denn? Also ich finde das mega geil, was das Teil macht. Jo.
Mehr braucht man da schon gar nicht mehr zu sagen. Ich find's einfach geil. Und die ruinierten Weihnachten kriegen wir sogar noch dazu. Geil. Machen wir hier erstmal die Blutungen drauf. Und greifen das Ding mal an. So, da haben wir den nämlich eingefroren. Die anderen können ja nichts. Der hat ganz schön viele Effekte da drauf. So, jetzt hielt er den. Aber ihr könnt nichts gegen die ruinierten Weihnachten machen. Euer Weihnachten wird schlecht verlaufen. Bumm. Ja, nebenbei habe ich noch ein extra Weihnachtsgeschenk bekommen. Und das ist eine Tastatur, die total so ein Chinesisch-Kram-Scheiß ist. Aber ich sehe das so, sie sieht mega geil aus. Ist zwar totaler Mist, aber ich benutze sie trotzdem, auch wenn viele Buchstaben einfach verwechselt wurden. Da, wo das Y sein müsste, steht das Z. I don't know why, aber ist halt so, ne? Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.